So, also was ich nochmal sagen wollte, also wir haben jetzt natürlich in, manch einer mag jetzt meinen, in Akkordzeit einen Rumpf gebaut. Ich habe heute Abend teilweise extra schnell gemacht. Das heißt, das Ergebnis wird sich morgen zeigen. Ebenso sind natürlich die ganzen Vorbereitungen, stecken da auch noch drinne. Das heißt, vom Formreinigen über Polieren, über Gewebezuschnitte, alles Werkraum vorbereiten. Und also denk nicht, dass das in der kurzen Zeit, die wir jetzt gezeigt haben, hier machbar ist. So, jetzt kann ich euch noch mal eben zeigen. So ein Rumpf wiegt jetzt im Moment um die 43 Gramm, aber Haube ist noch nicht ausgenommen, also kommen wir ungefähr knapp auf 40 Gramm. Das Rumpfrohr ist auch noch etwas länger. Es geht allerdings mit der gleichen Technik auch mit 35 Gramm. Auch das ist möglich, aber diese Rümpfe haben den Nachteil, dass sie wesentlich weicher sind als die mit den mehr an Material drin. So, das war der Samstag.